Not being controlled everywhere you go. Wir sind heute hier, weil wir daran erinnern wollen, dass die Emmestraße nach 10 Jahren immer noch nicht umbenannt worden ist und wir nach wie vor dafür eintreten, dass diese rassistische Straßenbezeichnung endlich getilgt wird im Berliner Straßenbild. Insbesondere schwarze Menschen. Also dieser Straßenname, von uns meistens abgekürzt als M-Straße, ich spreche jetzt einmal aus, um deutlich zu machen, worum es geht, die Mohrenstraße. Also dieser Straßenname ist deswegen rassistisch, weil sich schon in der Etymologie, also in der Geschichte des Wortes, der Wortbedeutung selber, der Rassismus verbirgt. Es hat einen lateinischen, eine griechische Wortwurzel, Morus und Maurus, was also bedeutet dumm, heidnisch, töricht, Morus, Maurus, dann wiederum dunkel, afrikanisch, aber eben auch heidnisch. Und da sieht man schon in dem Zusammenwirken dieser Begriffs Räume, wie da schwarze Menschen eben mit den üblichen rassistischen Klischees bedacht werden. Die Herabwürdigung schwarzer Menschen ist also in dem Wort schon inbegriffen. Wenn wir jetzt aber in die Geschichte dieser Straße schauen, dann sehen wir, dass die Straße den Namen dem Umstand verdankt, dass hier schwarze Menschen hergebracht wurden, die auch von Brandenburg, im brandenburgischen Versklavungsfort Großfriedrichsburg an der Küste des heutigen Ghanas sozusagen deportiert, versklavt wurden und hierher gebracht wurden, um am preußischen Hof als sogenannte Hofmohren, also als versklavte Diener zu dienen. Das war sozusagen Teil der absolutistischen Hofmode, die sich von Versailles aus in ganz Europa ausgebreitet hat. Und ein Teil davon waren eben diese diese sogenannten Hofmohren. Also sowohl in der Wortbedeutung als auch in der konkreten Geschichte, die hinter diesem Namen steht, in beidem steckt die rassistische Herabwürdigung schwarzer Menschen. Es wird ja oft gern behauptet, dass dieser Begriff irgendwann mal neutral war. Aus unserer Perspektive war er das nie, weil, wie gesagt, er war nie selbst gewählt von schwarzen Menschen oder Menschen afrikanischer Herkunft. Immer schon sozusagen stigmatisierend verwendet worden und ist immer ein Ausdruck gewesen dessen, dass europäische Menschen oder weiße Menschen sozusagen darüber befunden haben, wie sich schwarze Menschen zu bezeichnen haben oder wie sie bezeichnet werden sollten. Die Mohrenstraße ist nicht die einzige Spur des deutschen Kolonialismus in Berlin. Berlin hat, auch wenn es jetzt nicht eine Handelsstadt war wie, oder eine Hafenstadt wie Hamburg, durchaus eine ganze Reihe von kolonialen Spuren, die erhalten sind. Aber es gibt eine ganze Reihe von Orten, die daran erinnern, oder wo man sich daran erinnern kann, wenn man es denn will. Besonders prominent ist vielleicht zu nennen einmal der Platz, an dem die Berliner Afrika-Konferenz stattgefunden hat, in der Wilhelmstraße, Palais des Reichskanzlers, zu dem damals eingeladen waren die europäischen Kolonialmächte. Die Länder, die waren beteiligt, waren die westeuropäischen Länder, Amerika war dabei und Osman war auch dabei und es war überhaupt gar keiner irgendwie von den afrikanischen Ländern beteiligt waren. Es gibt ein altes Tabakshändlerhaus am Märkischen Ufer von 1805, glaube ich, oder 4. Das zeigt, über dem Eingang zum Haus ist ein Fries angebracht, ein Breiter, und das erzählt im Grunde die Geschichte der Verstrickung Berlins in koloniale Ausbeutung, koloniale Machtverhältnisse, weil es zeigt, die ganze Produktionskette des Tabaks, angefangen von der Arbeit von versklavten Menschen, schwarzen versklavten Menschen in den Amerikas, die den Tabak pflücken und zum Schiff tragen quasi, wo ihn dann wiederum weiße Händler entgegennehmen, und dann sieht man ein Schiff, es ist mit abgebildet, das auf dem Weg übers Meer ist, und am Horizont erkennt man zwei Dome, die sehr wahrscheinlich der französische Dom und der deutsche Dom am Gendarmenmarkt sind. Also quasi das Wahrzeichen für Berlin zu dieser Zeit. Und es zeigt sehr schön in einem Bild, in einer Bildergeschichte, oder was heißt sehr schön, auch traurig, aber wie eng Berlin da auch als Nicht-Handel- oder Nicht-Hafenstadt und nicht direkte Kolonialmacht, wie eng Berlin sozusagen da eingebunden war in dieses koloniale System, wie auch alle anderen europäischen Städte.
Auch an zentralen Orten der Stadt sind diese kolonialen Spuren noch sichtbar. Im Zoo leben Giraffen und Antilopen in einer Moschee mit 4 Minaretten. Es gibt im Berliner Zoo das Giraffenhaus, das orientalische, exotische Bauelemente aufgreift, sozusagen, um die passende Kulisse zu geben, wie man sich das vorstellte im 19. Jahrhundert, für die Tiere, die dort im Zoo präsentiert wurden. Im wiederaufgebauten Berliner Schloss entsteht in den nächsten Jahren das viel diskutierte Humboldt-Forum. Es soll 500.000 Exponate, die größtenteils aus kolonialen Eroberungen stammen, beherbergen. Die Kampagne No Humboldt 21 fordert eine Aufklärung über die Erwerbsgeschichte der Ausstellungsstücke und einen Dialog mit den rechtmäßigen Eigentümern. Wenn ich denke, ich bin hier in einer zivilisierten Welt, könnte man auch mindestens einen Dialog mit uns führen, ob sind wir damit auch einverstanden und wenn wir einverstanden sind, unter welchen Konditionen. Ja, Bo hat schon erwähnt, dass die meisten Objekte, die ja ausgestellt werden sollen im Humboldt-Forum, während der deutschen oder zumindest während der europäischen Kolonialzeit hier nach Berlin kamen. Das heißt, die sind fast ausschließlich im kolonialen Kontext und im kolonialen Herrschaftsverhältnis in Anführungszeichen erworben worden. Und dieses Erwerben war eben tatsächlich ganz oft blanke Gewalt. Zum Teil waren das erpresste Geschenke, zum Teil wurden die Sachen gekauft, aber eben unter kolonialen Verhältnissen. Der Thron Mandu Yenu, so heißt der Thron des kamerunischen Königs oder eines kamerunischen Königs Nyoya, der wird ja auch ausgestellt in der Humboldt-Box da drüben und näher thematisiert. Und hier wird erklärt, dass, und so steht es auch im Ethnologischen Museum, dass das ein Geschenk gewesen wäre an den deutschen Kaiser. Jetzt muss man aber wissen, dass dieses Geschenk tatsächlich unter Druck der Kolonialmacht nach vielen Jahren Widerstand erst, gegeben wurde, weil der König, das kann man sich vorstellen, dass das wohl in jedem Fall so war, seinen Thron jetzt nicht gern freiwillig verschenken wollte, weggeben wollte, weil das ist eben die Königsinsignie. Und er musste sich dann eine Kopie anfertigen, um selbst noch einen Thron zu haben. Und sollte man sicher nicht als ein freiwilliges Geschenk darstellen. Es gab dann Gegengeschenk vom Kaiser und das zeigt auch diese Hierarchie zwischen den Kolonisierten und den Kolonisatoren. Das Gegengeschenk war jetzt nicht der deutsche Kaiserthron, sondern das war ein großes Bild des Kaisers, was sich der kamerunische König jetzt in seinen Palast hängen sollte, um zu zeigen, und auch damit klarzumachen, wer dann jetzt eigentlich der wirkliche Herrscher auch über Kamerun wäre. Wie viele Afrikaner können hier kommen? Die würden sowieso nicht mal ein Anreisevisum kriegen, auch wenn sie wollen, die Exponenten zu sehen. Und ich frage mich, für wem wurden die das gesagt? Der Eigentümer, der hat nicht mal ein Recht, das mal zu sehen. Es gibt sogar den hoffürsterlichen M. Das hat mich gewundert, weil bei uns heißen wir Bautu, ganz einfach die Menschen. Die Bezirksverordnetenversammlung Mitte verweigert sich, denke ich, aus unterschiedlichen Gründen dieser Forderung. Und das hat unter anderem mit den politischen Kräfteverhältnissen zu tun. Denn was wichtig ist zu wissen, Mitte ist ein recht großer Bezirk. Da gehört auch der Stadtteil Wedding dazu. Und im Wedding befindet sich das afrikanische Viertel, also ein ganzes Stadtviertel mit über 27 Straßen und Ortsnamen, die dem deutschen Kolonialismus gedenken, wo auch nochmal drei Kolonialverbrecher mit Namen geehrt werden, Lüderitz, Nachtigall und Peters. Und da sind wir eben auch seit vielen Jahren daran, dort eine Veränderung einzufordern, insbesondere in Bezug auf diese drei Straßen. Der Verein Berlin Postkolonial bietet regelmäßig Touren zu Erinnerungsorten der kolonialen Geschichte im Stadtteil Wedding an. Geschichte wird einseitig geschrieben. Es fehlt eine Perspektive. Es ist nur eine europäische Perspektive. Weil für Leute, die Geschichte haben, sie finden das als eine Art Verherrlichung des Schmerzens, eine Art Verherrlichung des Unrechts. Der Slogan der CDU war übrigens, also für den Berlin-Wahlkampf, CDU, damit sich was ändert.
Ja? Und im Wedding war dann der Slogan, also der allgemeine Slogan, CDU, damit sich was ändert. Und der Wedding-Slogan war, mit uns keine Straßenumbenennung im afrikanischen Viertel. Ja? Kommentiert sich selbst. Ich möchte jetzt aber nicht den Eindruck erwecken, das ist mir auch sehr wichtig, dass man das irgendwie an den konservativen rechten Rand abschieben kann. Ich hatte ja erwähnt, auch die Grünen haben im Häuserwahlkampf den Leuten in diesen Straßen versprochen, dass es keine Straßenumbenennung geben wird. Und daran sieht man sehr schön, was das grundlegende Problem ist in diesem Land, dass nämlich über Kolonialismus so wenig Bescheid gewusst wird, dass im politischen Spektrum von ganz links bis ganz rechts Leute sozusagen mindestens kolonialapologetisch unterwegs sein können. Also die Sache bagatellisieren, kleinreden und sich der Dimension dieser Dinge nicht wirklich bewusst sind. Im Berliner Straßengesetz oder in den Ausführungsvorschriften, um genau zu sein, steht, dass Straßen, die vor 33 benannt wurden, dann umzubenennen sind, wenn der Name mit dem freiheitlich-demokratischen Grundverständnis nicht übereinstimmt oder wenn er dem Ansehen Berlins schadet. Ich oder wir als Organisation auch argumentieren natürlich, dass Rassismus, Versklavung und Kolonialismus in gar keiner Weise mit dem freiheitlich-demokratischen Grundverständnis, mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung übereinstimmen. Ich glaube, das ist ein europäisches Problem. Ganz Europa, das weiße Europa, hat ein Selbstbild, das jetzt nicht belastet ist bisher mit einem Gefühl von Schuld gegenüber den Kontinenten im globalen Süden, also dass der ganz Südamerika, Lateinamerika, Asien und vor allem Afrika, sondern sieht sich eher als Wohltäter dieser vor allem auch ärmerer Länder, die man ja angeblich schon so lange unterstützt. Und das würde dieses Selbstbild völlig in Frage stellen, dass man sagt, dass man da tatsächlich in der Schuld steckt und Verantwortung übernehmen muss für die Kolonialzeit und für die unglaublichen Verbrechen, die begangen wurden auf allen Kontinenten und über die eben kaum geredet wird. Es wird eben nach wie vor von Kolumbus entdeckte Amerika und niemand spricht über den Genozid an den Bewohnern Amerikas. Und ganz genauso ist das in der Kolonialzeit, wo immer noch offen hier diskutiert wird, ob das jetzt, ob nicht der Kolonialismus auch gute Seiten hatte. Die Leute fragen mich, wo ich herkomme. Ich sage, ich komme aus Tansania. Ja, wohl ich Tansania. Ich sage ganz einfach, um das deutlich klar zu machen für ihn, damalige Deutsche Ostafrika. Und da geht es schon los. Nee, die haben gar keine Kolonien gehabt, überhaupt ja gar nichts. Und die WN, es war sehr, sehr, sehr kurz. Und die waren sehr, sehr beliebt. Und es sind nur die Franzosen oder die Engländer oder die Spanier, die Kolonien. Also dann diese Sache bei mir, toucht mich, ist so eine ganz Gefühlssache. Das ist eine Wunde bei mir. Einige Erfolge gab es bereits zu verzeichnen. 2010 wurde das Gröbenufer umbenannt, dessen Name einen Mann ehrte, der maßgeblich am Versklavungshandel im heutigen Ghana beteiligt war. Heute erinnert die Uferstraße an Mai Ayim, eine afrodeutsche Aktivistin und Poetin. Es gibt viele Möglichkeiten, uns ganz konkret zu unterstützen und ich kann aus eigener Erfahrung in der Lobbyarbeit fürs Mai Ayim Ufer auch sagen, mit gutem Gewissen, es stimmt, dass tatsächlich jeder Brief zählt. Wenn man sich mit seiner Meinung schriftlich an die Bezirksverordnetenversammlung wendet, in dem Fall jetzt hier an die in Mitte, ja, dann wird das gelesen und ich habe es immer wieder erlebt, dass in den Auseinandersetzungen, auch in den Parlamentsgremien, dann auch diese Briefe zitiert wurden tatsächlich. Ja, also es ist wirklich wichtig, dass das Bezirksparlament, dass die Abgeordneten mitbekommen, was für Meinungen da vorherrschen und dass einfach es Leute gibt in der Bevölkerung, die das mittragen. Und diese Verknüpfung im eigenen Alltag zu machen, den eigenen Freunden, den eigenen Verwandten, der eigenen Familie davon zu erzählen und sich einfach mal 5 Minuten hinzusetzen und zu überlegen, wie können wir gemeinsam in dieser Hinsicht unsere Stimme erheben. Diese Umbenennung ist nicht das Ziel und der Endpunkt, sondern es ist der Beginn einer umfassenden Auseinandersetzung mit dieser Geschichte und mit dieser Gegenwart.